Knock, knock. Wer ist da? Okay, who's there? Iceland. Iceland. Ah, Iceland who, sorry. No, actually it's pronounced Iceland who. So that was my knock, knock joke. Hallo zusammen. Guten Tag. Wer es da verstanden hat und sich fragt, wieso wir euch auf Isländisch begrüßen, nein, wir gehen heute leider nicht auf Island. Dafür kommt ein Stück Island für heute in die Schweiz. Genau, wir sind heute am Island Day, unter anderem organisiert von Travel House. Und auf uns wartet ein Haufen isländisches Essen, isländisches Bier, Botten, die wir werden sehen, Reiseberichte, die wir werden hören von Island, isländische Musik und vieles mehr. Genau, zuerst geht es jetzt gerade an eine kleine Bierdegustation und da gehen wir doch gerade mal schauen, wie so isländisches Bier so schmeckt. Hallo! Für uns zeigt es super. Danke! Beste Firma. Viel Spaß! Was ist das? Sächsisch. Block Fisco. Fisco. Block Fisco. Block Fisco. Mega fein. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich bin überglücklich, dass wir so viele Leute hier haben. So how many Icelanders does it take to screw a light bulb? Ja, wie viele? How many do you think? No, none. We like it in the dark. We're used to the dark. Wenn es sogar von jedem Bier, jeder Biersorte, eins bekommt. Das sogenannte Skjalfti Premium Lagerbier. Das kann man trinken, während dass wir beim Fotografen etwas zulassen. Ich nehme das, was übrig bleibt, wie alle gerne. Wenn es ja noch eins. Dann habe ich eins zu viel. Okay. Ja. Was sagt man auf Islandisch? Skau. Skau? Also Skau. Danke. To see the Northern Lights. Because the theory is that our depression, our dark day depression, our winter depression, is not because of the winter or the darkness, it's because we light up the city too much to fight the darkness instead of embracing the beauty of the darkness. Ganz besonderen Blick immer noch auf die Tradition, auf die 1100 Jahre alte Geschichte, als die Norweger, eben die Wikinger, hier rüberkamen im 9. und 10. Jahrhundert die Insel besiedelt. Naja, apropos Ofen, also er holt gerade seine Grillkohle und hier wird dann weiter getoastet. Ja? Ich stelle dir das mal bei uns vor, also zumindest in Deutschland, ich kann nur für die Deutschen reden, undenkbar, die würden ja gar nicht, es wäre ja gar nicht erlaubt, dorthin zu kommen. Ja? Die Isländer sind so cool. Aber jetzt lassen wir die Vulkane, wir machen erstmal hier so ein bisschen Picknick und dann schauen wir weiter. Das war die Liebeserklärung an Island. Herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche uns allen noch einen tollen weiteren Island-Day. So, jetzt heißt es für 15 Tage. Ja, war perfekt für euch. 15 Tage. Ich bin mir und melde mich nächstes Jahr das erste Mal auf Island. 3 Wochen. Was freut ihr euch am meisten? Isländische Frauen haben wir es doch gelernt. Wow! Nein. Ich will unbedingt Eisberge sehen. Für die Schweiz auch? Gletscher? Ja, aber keine Eisberge. Nein, ein bisschen Freiheit, das Abenteuer, das Ungewisse, dass wir ja, die Natur und nicht wissen, was uns erwartet. Und ein bisschen, ja. Und so eine, einfach die andere Kultur.
Es ist wirklich völlig anders. Als einfach, die haben keinen Stress. Und das ist ja, die wissen wirklich auch noch Natur zu schätzen. Und ihre Geschichte. Und so. Wenn du irgendwie 10 Minuten fährst, du weißt nie einfach so eine Weite, glaube ich, wie dort. Das ist, glaube ich, schon noch eindrücklich, wenn du so aus der kleinen Schweiz kommst. Meine machen da voll Bierwerbung. Ja, gell? Ja, wäre wirklich, wenn du wolltest einfach Fotos machen, dann ja, du hättest dir gerade ein Sechserpack gegeben. Die zwei haben alle gekommen. Wie ihr gesehen, sind wir fleissig gewesen. Wir haben da von jedem Eis getrunken. Nein, natürlich nicht. Noch nicht. Aber ich habe gerade das Beste verwünscht. Also ja, das Beste. Das mit dem höchsten Alkoholgehalt, 9,4%. Dementsprechend gut geht es mir jetzt auch. Aber es war ganz ein cooler Vortrag. Ich glaube, jeder, der den gesehen hat, wird gerade sofort in den nächsten Flieger steigen und entweder zurück auf Island oder das erste Mal auf Island. Ja, ist nämlich ein cooler Mann. Der Milo da, der war mit mir im Frühling in Island. Ich muss sagen, hallo Milo. Hallo, hallo. Und jetzt, wo du das gesehen hast, was denkst du? Ja, ich wollte wieder gehen, sofort eigentlich. Es ist eigentlich gerade ein bisschen blöd, weil ich habe gerade Lust, um wieder sofort mindestens 2 Wochen auf Island zu gehen, ja. Definitiv. Ja, voll. Ich bereue es fast ein bisschen, dass wir bei unserer Reise zuerst ein bisschen die südlicheren Gefilde gehen und so. Und ich nicht denke, dass wir gerade wieder in den Norden raufkommen, weil es ist halt schon mega eindrücklich, die Landschaft und alles. Ja, ich weiß nicht, was hat dich am meisten beeindruckt? Ich glaube, man kann es mit keinem anderen Land vergleichen, Island. Das ist wirklich speziell. Es fängt bei den Leuten an, es hört bei der Landschaft auf. Es ist wirklich jeder Moment ist einzigartig. Und wir sind ja nur eine Woche gewesen. Ja, eigentlich viel kurz für. Wir hätten definitiv mindestens noch mal eine Woche sollen anhängen. Ja. Island ist definitiv so ein Land, wo einfach. Wenn du dort einmal warst, hättest du dich einfach und dann willst du jedes Mal wieder gehen. Also es wird definitiv, glaube ich, nicht unser letztes Mal. Es wird nicht das letzte Mal sein, überhaupt nicht. Ja, voll. Ich glaube, die es vielleicht das Video noch nicht gesehen haben, die haben mal eins gemacht, ein kurzes. Ich blende das irgendjemand hier ein, Milo im Kopf hier. Könnt ihr nachher draufklicken und mal schauen, was wir so gemacht haben. Ich denke, wir zeigen noch den, der uns ermöglicht hat, hier hinzukommen. Ja. Danke, Mirti. Bitte. Ja, merci. Hey, so ja, nein, ist wirklich gut. Ja. Wenn er einen Sohn hat, heisst sein Sohn, er tauft zum Beispiel René. Dann heisst er nicht René Jardarsson, dann heisst er René Adalsteinsson. Oder? Oder wenn er eine Tochter hat, Astrid, heisst die Astrid Adalstein dotiert. Und durch das verlierst du mega schnell den Überblick, wer mit wem verwandt ist. Und die haben eine App, eine Dating-App, die den Stammbaum zurückverfolgt. Dass du nicht deine Verwandten ins Nest abkommst. Mach ohne Scheiß und im Ausgang haben, weißt du? Ja, du musst jetzt schauen. Kannst du mit irgendjemandem mal schnarren? So einen Moment schnell, Nadel für eine App checken. Okay, wir sind safe, wir leben. Ja, genau.